So, Hardwood-Fans wären nämlich prinzipiell ganz nice. Was kostet der? Einen. Okay. Also da werden wir nicht weit mitkommen. Ich weiß, da sind Würmer, aber ist mir gerade mal egal. Können wir im Zweifelsfall auf dem Rückweg mitnehmen, wenn es dann nicht schon zu spät ist. Von der Uhrzeit her. Aber wobei, ganz ehrlich. Alter, jetzt trifft doch mal das Ding. Junge. Alter, kannst du bitte auf die Hacke wechseln? Danke. Jetzt nehme ich die Seeds doch mit. Was tue ich hier eigentlich? Unkoordiniert. Schalalalala. Na, Alter. So, einmal raus. Dann hier nochmal drauf. Überall Winter Roots. Na, meinetwegen. Okay, immerhin 12 Hartholz. Damit können wir jetzt. Oh, ein Event mit Shane. Hi. So, schwinn auf, wa? Ja, schnapp dir ein Bier. Leben. So, jeweils das Gefühl gehabt, dass egal was du tust, es wird schief gehen. Du wirst versagen. Nee, dass du in irgendeinem miesen Abgrund feststeckst und du steckst da so tief drin, dass du nicht mal mehr Tageslicht sehen kannst. Ich fühle mich so, es ist egal, wie sehr ich es auch versuche. Ich habe einfach nicht die Kraft. Ich bin nicht stark genug, da rauszuklettern. Hey, Schnelltrinker, wa? Ah, mag ich. Aber hey, mach das nicht zu einer Gewohnheit. Du hast immer noch eine Zukunft vor dir. Also, mach langsam mit dem Trinken. Nun, ja. Meine Leber sagt, ich sollte besser aufhören. Ich denke, ich mache da mal Schicht für heute. Bis demnächst, Roger. Ich bin betrunken und ich bin ein bisschen langsamer. Ich hatte ja bislang mit Shane echt nicht viel am Hut, aber ich finde Shane gerade echt sympathisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Finde ich gut. Wie stehen wir denn mit dem eigentlich? Ah, 2 Herz-Event war das, okay. Shane hat auch in der Tat immer die Klamotten an. Also er hat auf dem Bild immer die Sachen. Ne? Jetzt sieht er nämlich anders aus. Und wenn er jetzt gerade im Joja-Markt wäre und arbeiten würde, hätte er halt da seine Dienstklamotten an. Ja, krass. Können wir eigentlich auch ein Hardwood Gate machen? Fans, 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 Gate. Das ist einfach nur ein Gate. Okay, das machen wir aus 10 Holz. Nochmal eben was ausprobieren. Können wir so ein Gate eigentlich hier drauf platzieren? Das ist ganz praktisch. Dann kommen wir aber mit dem Pferd da nicht mehr durch, oder? Das ist eben noch so die Frage. Das verbindet sich leider nicht automatisch, aber okay. Mist, jetzt habe ich da genau die Lücke gelassen.
Achso, naja, das Gate kann auch nicht aufgehen, weil wohin soll es auch aufgehen? Das ist ja mit nirgends, mit nichts festgemacht. Haben wir da eigentlich noch mehr Hardwood rumliegen? Warum mache ich das eigentlich so umständlich? Und ganz ehrlich, ich würde auch nochmal gerne was anderes ausprobieren. Ich weiß, es ist spät, aber. Ein bisschen die Hoffnung, dass wir da mit dem Pferd dann durchkommen. Aber das wird, glaube ich, einfach nicht der Fall sein. Ja, geht das Gate auch irgendwie auf? Linksklick, rechtsklick? Nicht. Dann halt nicht. Alter, jetzt steht das Pferd da noch im Weg. Ich krieg die Krise so, wir verkaufen eben noch mal ein bisschen Stuff. Nämlich dich, dich, dich und den einen Schleim habe ich auch keinen Bock wegzusortieren. Zack, zack. Mit den Gates müssen wir uns irgendwie noch mal auseinandersetzen. So. Zeit fürs Bett, ganz dringend. Jawohl. Der letzte Wintertag bricht an. Heute hat er heute noch irgendwer Geburtstag? Clint hat Geburtstag. Wir haben Clints Geburtstag vergessen. Vorgestern. Egal, nicht so wichtig. Halb so dramatisch. Wir haben Post. Oh, von Mr. Key. Oh, ich sehe, du hast die Schädelhöhle betreten. Sehr gut gemacht. Oh, dann habe ich noch eine weitere Aufgabe für dich. Oh, komm, schaff es mindestens in Level 25 der Höhle. Dort gibt es einen Berg voll Gold, der auf dich wartet. Okay, also der wartet da nicht direkt auf uns, aber den kriegen wir dann. Ja, dann irgendwann. Ah, wir müssen das, glaube ich, mit dem Geld nochmal irgendwie. Wir müssen das, glaube ich, anders machen. Ich glaube, das Geld braucht hier halt so einen Hardwood-Poller. Ah, und dann ist es nämlich auch ein Geld. Okay. So, die Frage ist, können wir dann. Mist, das geht auf jeden Fall nicht. Okay, es geht auf jeden Fall nicht, wenn wir zwei Gates nebeneinander haben. So, die Frage ist, kommen wir mit dem Pferd da durch? Weil wenn nicht, fände ich das extrem scheiße. Das wird aber garantiert nicht gehen, oder? Doch, es geht. Wir müssen nur absteigen zum Aufmachen. Aber das ist okay. Damit kann ich leben. Das ist soweit in Ordnung, weil dann kann ich nämlich die Tiere einfach schön hier hingeleiten. Und ihnen hier so eine kleine Fläche machen, wo die grasen können. Und das ist ganz cool. Das geht klar. Und dann kann ich da drunter auf jeden Fall. Dann kann ich da drunter auf jeden Fall Felder anlegen und muss dann nicht ganz so weit verlatschen. Oh, ich sehe gerade. Der Rubin ist fertig. Sehr schön. Aber jetzt haben wir einen Rubin reingetan und einen rausbekommen. Das macht überhaupt keinen. Ach so. Es macht weiter. Ah, das macht die ganze Zeit weiter. Ich verstehe. Ich verstehe. Und wir haben eine Entenfeder. Geil, zwei Entenfedern. Nice. Es wird. Jetzt muss ich nur noch mal gucken, wo wir Red Cabbage herkriegen. Aber das Gemeindehaus wird langsam. Sehr schön. Achso, die Mayonnaise-Maschinen stehen ja jetzt unten. Nein. Habe ich die eigentlich jetzt alle gestreichelt? Sieht so aus. Ja, keinen vergessen. Sehr schön. Ich habe irgendwie gestern keine Mayonnaise mehr nachgelegt. Kann das sein? Also keine Eier. Na, egal. Geht schon klar. So, wir brauchen da auf jeden Fall nochmal Platz.
Alright. Drei, eins, zwei, drei, vier. So, zack, 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 zack. Das geht. So, dann brauchen wir das Dinget. Und dann melken wir mal fröhlich. Hoffe ich zumindest. Sieht ganz gut aus. Bei dir sieht es nicht so gut aus, oder habe ich dich nur nicht getroffen? Nein, weiß ich jetzt. Du bist einfach leer. Ausgelaugt. Immer noch besser als ausgesaugt. Okay. Mist. Eigentlich wollte. Naja, egal. Egal, 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 egal. Passt schon. Okay, dann verkaufen wir nochmal. Morgen ist Frühling. Voll gut. Scheiß drauf, das kommt jetzt alles weg. Entenei kommt auch weg. Irgendwer steht auf Entenfedern. Ich heb die andere mal auf. Entenfedern kann man, glaube ich, immer noch ganz gut verschenken. Ich überlege, ob ich. Komm, wir machen das jetzt einfach. Wir machen das einfach mal. Wir haben heute sonst auch wirklich nichts zu tun. Iridium-Sprinkler wird leider erstmal nichts. Wir könnten uns andere Sprinkler schon mal craften. Perm hat tatsächlich wieder einen Job und wohnt da jetzt. Also steht dann immer regelmäßig an der Haltestelle. Das ist ganz nice. Trinkt die vielleicht auch mal nicht mehr so viel. Aber apropos. Müssen wir der immer Wein schenken? Also die feiert Wein viel mehr ab als Mayonnaise. Ich glaube, eine Mayonnaise tut's auch mal. Eigentlich hätten wir da auch locker das. Naja, egal. Ah, das, nee, das passt eigentlich ganz gut. Ich hab einen Plan, was wir heute noch machen. Auf jeden Fall keine Quest mitnehmen, weil es gibt keine. Einmal runter. Jetzt beim Bürgermeister den Müll plündern, das geht schon klar. So, zum Strand wollte ich eigentlich gar nicht, fällt mir so auf. Na, wirklich. Jetzt nimm es bitte einfach mit. Aber wenn wir schon mal hier sind, irgendwo waren auch Würmer, ne? Ja, da oben. Treffen müsste man. Hey, ein Anker. Hast du diese Woche schon zwei Sachen gekriegt? Nein. Aber jetzt. Wenn wir schon mal hier sind, dann können wir auch noch hier rüber reiten. Liegt hier was zu mitnehmen? Jawohl. Nochmal das letzte bisschen Geld zusammenkratzen. Eigentlich schön, dass wir schon wieder über 10.000 gemacht haben. Gute Sache. I like that. Hier drüben noch was zum Graben versammeln? Nein. Gut. Dann können wir dahin, wo wir eigentlich hin wollten. Ganz ursprünglich mal. Nämlich hier drüben hin. Nichts im Müll. Toll, immer noch kein Reward. Danke für nichts. Egal, wir sind das Ding wenigstens los. Und was wir dann heute nochmal machen. Ich gucke hier noch mal ganz kurz rum. Da unten ist auf jeden Fall noch Silbererz dazugekommen. Außerdem kriegen wir, wenn wir hier ein bisschen was weghacken, bestimmt noch Mining-Level dazu, oder? Also würde ich zumindest mal schätzen. Super, noch eine Speerspitze. Oder eine Pfeilspitze eher gesagt. Davon haben wir aber mehr als genug. Kupfererz, mehr Kupfererz, mehr Kupfererz und 3000 Steine, yay.
Hier kommt auch zumindest mal ab und an eine Kohle bei rum. Das ist auch gar nicht so verkehrt. So, ich würde fast sagen, wir machen dann im Frühling erstmal eine riesen Pflanzparty. Und sobald wir dann ab Mitte, Ende Frühling eine richtig Kohle haben, kümmern wir uns dann mal um das Lava-Katana definitiv und mal gucken, was die Abenteurer-Gilde sonst noch so zu bieten hat. Und dann sehen wir mal zu, dass wir auf jeden Fall in der Skull Cavern ein bisschen nach unten kommen. Das wäre ein Plan. Außerdem müssen wir einen Catfish fangen. Und ich muss immer noch mal nachgucken, wo ich den verkackten Red Cabbage herkriege. Das ist bestimmt erst wieder im Sommer oder so. Und wir müssen bei Pierre auf jeden Fall, das können wir auch heute eigentlich noch machen. Das ist eigentlich relativ wurscht. Ich hätte ganz gerne mehr Obstbäume. So. Ach komm, dann kann ich die beiden da unten jetzt auch noch wegmachen. So. Muss mal reichen. Alter, 120 Steine hier weggekloppt. Wenig übertrieben oder so. Nein, nein. So, einmal auf Horsey McHorseface zurück. Und dann geht es ab Richtung Gemeindehaus. Zack, zack. Na komm. Hello. Guten Tag, guten Tag. Ich weiß gar nicht, wo wir hin müssen. Auf jeden Fall zum Fischtank, aber wo die Entenfeder hin muss? Artisan Bundle? Nope. Quality Crops wohl auch nicht. Waren das Spring Crops? Melon? Ah, Parsnips. Wir müssen auf jeden Fall Parsnip Seeds kaufen. Da muss ich dran denken. Auch mehr als 5. Auf jeden Fall Parsnips. Dran denken, dran denken, dran denken. Specialty Fish. Tada. Und, hallo? Dive Bundle. Auch das wird langsam. Was fehlt denn hier denn noch? Oh Gott. Ja, das wird alles dauern. Das wird dauern. Das wird dauern. Ich weiß immer noch nicht, wo ich den Fiddlehead Fern herkriege. Ich habe es nachgeguckt und... Naja, egal. So, Moment, ich schreibe mir das jetzt mal auf. Bevor wir das vergessen. So, erstmal ins Menü, sicherheitshalber. Red Cabbage. Fiddlehead. Fern und Iridium. Außerdem kaufen müssen wir auf jeden Fall... Parsnips. 10 ungefähr. Guti, dann werden wir das auch los. Der Tag ist relativ rum, würde ich sagen. Ne? Ich reite nochmal hier oben lang. Vielleicht können wir hier noch irgendwas auswurmen. Da ist Robin noch. Eine kleine Mario für Robin. Was zum Buddeln? Nö. Das Line ist da? Nö. Dann nicht. Ah, da kommt er. Können wir... Ne, Moment, das müssen wir gar nicht. Wir können ihm auch total das Ding schenken. So. Das würde bei den meisten anderen wahrscheinlich auch gehen, aber bei Mario bin ich mir auf jeden Fall sicher. Hey, mehr Mixed Seeds. Fantastisch. Bei den Mixed Seeds kommt da auch nur Grütze raus, oder? So, hier waren wir gerade erst drin. Hier wird nicht schon wieder was reif sein. Nee, das war irgendwie klar. So, ach shit, ich wollte bei Pierre eigentlich... Na, können wir auch morgen kaufen, das passt schon. Da sind eher die anderen Seeds auch erstmal wichtiger, wenn ich ehrlich bin. Ja, Obstbäume sind halt arschteuer. Ja, das war clever. Genau das wollte ich machen. Ich wollte das scheiß Tor zumachen, aber okay.
Wir verkaufen auch noch ein bisschen was. Nämlich Ditte. Und das und das und das. Und das. Das geht auch. Wie viel Kohle haben wir denn? 13. Könnten wir noch irgendwelche Erze machen? Ach, wir haben da sogar noch Kohle im Inventar gehabt. Das ist natürlich auch nett. Was mache ich denn hier? So. Also viel brauchen wir eigentlich gar nicht. Eigentlich brauche ich da nur eine. Und dann machen wir uns nochmal. Alter, wir haben so viel Kupfererz, ne? So, das läuft. Dann die darüber, die darüber. Das geht klar. Käse müssen wir heute nicht nochmal. Das kann da bleiben, wo es ist. Okay. Ich denke, wir sind einigermaßen vorbereitet für den Sommer. Einigermaßen. Wir haben zumindest fast 12.000 am Start. Wir kriegen noch ein bisschen was für das, was wir verkaufen. Also ich denke mal, so 12.000, 13.000 haben wir auf jeden Fall zum Investieren. Ich werde jetzt auf jeden Fall ein kleines Aufnahmepäuschen machen. Gleich mal gucken, was an Seeds am sinnvollsten ist. Vielleicht holen wir dann doch nochmal Rhubarb, also noch mehr Rhubarb aus der Wüste. Weiß ich noch nicht. Aber eigentlich will ich eher was, was nachwächst. Parsnip Seeds kaufen wir dann auf jeden Fall noch. Und dann, ja, kicken wir mal, wie wir das so machen. Iridium-Sprenkler sind leider noch nicht drin. Wir könnten jetzt nochmal mehr hiervon craften. Iron, Gold und Refined Quartz. Okay. Das geht heute auf jeden Fall nochmal. Zack. So, du kommst mal weg. Nein. Haben wir da nochmal 5 Stück von. Ich plane ja schon ein bisschen größer jetzt. So, dann haben wir 14 davon. Ich muss mal gucken, wie breit das hier ist. Wie viele Felder sind denn das? Haben wir irgendwas, was wir mal platzieren können? Nicht wirklich. In dem Fall, Moment. Oh. Das war nicht so clever. Ich hätte einfach die Spitzhacke nehmen sollen, nicht die Axt. Hä? Und jetzt kann ich das gar nicht mehr. Hä? Irgendwas buggt doch hier gerade rum. Das hat sich jetzt einfach so aufgelöst. Und ich habe auch kein Hardwood mehr, ne? Nee. Natürlich nicht. Wisst ihr was? Dann nehme ich jetzt einfach die scheiß Vogelscheuche. Ist auch erstmal okay. Will doch auch nur wissen, wie viele Felder das hier sind. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Natürlich sind es 17 und nicht 18. Aber das geht so nicht. Ich hatte auch noch mehr Steinfahrt, ne? Ich weiß, es ist schon spät, aber das kriegen wir noch hin. 18 macht Sinn, ne? 18 macht irgendwie vielleicht Sinn. Wahrscheinlich wäre vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht. Aber doch, eigentlich macht 18 irgendwie total Sinn. So, zumindest erstmal. Ja, ganz ehrlich, dann können wir das auch komplett machen. Dann lege ich den jetzt komplett nach da, das geht schon. Schaffen wir das noch mit unserer Energie? Ja, das geht.
So. Das geht klar. Ja, es wird spät. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. So, dann ist das Zeug auch weg. Ich hätte ganz gerne ja noch ein Hardwood, ne? Aber. Naja, erstmal ist eh nichts gepflanzt und dann. Gott, da oben ist noch Kram fertig. Das finde ich eigentlich sehr schön, wenn ich ehrlich bin. So, dann können wir nämlich nochmal. Und dann haben wir so, jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen. Wir haben dann. Das ist 18 breit, ne? Mal kurz strecken. Das heißt, wir haben dann 6. Oh, das ist voll gut eigentlich. Eigentlich können wir die jetzt schon fast platzieren, aber das können wir auch morgen machen. Ich gehe pennen. Ich gehe pennen, ich mache ein Aufnahmepäuschen, ich muss Sachen nachgucken. Und wir sehen uns einfach in der nächsten Aufnahme wieder. Das finde ich eigentlich ganz gut. Von daher, danke fürs Zugucken, angenehmen Tag noch und gute Nacht.